So, übrigens, ich lese gerade, ich habe mir mal wieder ein kleines Thema aufgeschrieben, nur ganz kurz. Vielleicht interessiert es euch, YouTube hat jetzt eine größere Löschaktion von YouTube-Konten durchgeführt, Mitte Dezember. Und dabei wurden inaktive Konten gelöscht, also Konten, die wirklich beendet wurden, die wurden komplett aus der Datenbank gelöscht, unwiederherstellbar und so weiter. Da wurden auch Abos, Likes und alles mögliche, Dislikes, wurde alles entfernt. Und aber auch von Spam-Konten, also Konten, die nur für Spam benutzt wurden. Spam-Abos, Spam-Likes, Spam-Dislikes auch. Solche Konten wurden alle gelöscht, komplett entfernt. Und zwar genau am 13. und 14. Dezember. Und ich hab dann nämlich extra beim YouTube-Studio, war da so eine Meldung. Und dass eventuell eine Abnahme meiner Abonnentenanzahl da sein könnte. Ja, ich habe mal aufgepasst. Also am 12. Dezember hatte ich mal, aus Interesse, hatte ich 900, ich glaube 16 Abonnenten. Und am 15. Dezember hatte ich 918 Abonnenten. Das heißt, ich habe trotz dieser Löschaktion 2 Abonnenten dazu bekommen. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass einfach keine inaktiven YouTuber, also Benutzerkonten von YouTube, oder, also ich hatte keine inaktiven Abonnenten und keine Spam-Abos hatte ich. Geil, oder? Auch meine Gefällt mir-Angaben auf meinen Videos, die haben nicht abgenommen. Sind sogar in die Höhe geschossen. Genauso wie sonst auch immer. Das habe ich verglichen. Also damit hatte ich auch nichts. Aber ich habe 2 Dislikes wurden mir weggenommen. Das heißt, ich habe jetzt 2 Dislikes weniger. Also ich offenbar hat irgendein Inaktiver oder ein Spam-Konto hat mir 2 Dislikes gegeben. Gefällt mir nicht Angaben. Also Daumen runter auf ein oder 2 meiner Videos. Und die sind jetzt weg. Lustig, oder? Also ich habe dadurch eigentlich nur profitiert. Und das finde ich cool. So, es ist wieder Tag. Gehen wir mal weiter. Ich glaube, das war's auch alles. Ah, halt, ich brauche Eichenzaun brauche ich auch noch. Eichenholzzaun. Und Setzlinge auch. Oder nee, die Setzlinge mache ich später. Mache ich dann auch gerne ein bisschen Knochenmehl. Aber ich brauche Eichenholzzaun. Da hole ich mir auch noch ein bisschen Eichenholz eben mal. Eichenholzbrett habe ich gerade keine. Zumindest sehe ich keine. So. Machen wir einfach mal hier. Zack. Ah, das ist mir ein bisschen zu wenig. Ja, das geht. Das geht. So, dann räumen wir die Bretter zurück. Ich wäre Level 31. Ich glaube, ich riskiere es mal, eine neue Diamantschaufel zu machen. Oder habe ich noch eine? Nein. Ich riskiere es, eine neue Diamantschaufel zu machen und werde sie verzaubern, in der Hoffnung, sie hat Behutsamkeit und kein Glück. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich sowas von gespannt. Verdammt! Glück 2, Effizienz 2, Haltbarkeit 1. Nein! Ich will kein Glück! Ich habe auf der hier schon Glück. Sogar Glück 3 und das hier nur Glück 2. Wisst ihr was? Ich verzauber eine Holzschaufel und die werfe ich dann weg. Oder eine Diamantschaufel oder eine Eisenschaufel oder so. Das müsste ja funktionieren, oder? Oder eine Goldschaufel. Ich mach mal Goldschaufeln. Habe ich überhaupt... Oh, neue Rezepte. Habe ich hier schon Schaufeln? Nein, ich habe hier gar keine Schaufeln mehr. Ich brauche Lapis Lazuli. Das kann ich gar nicht verzaubern. Oh, ich habe fast keins mehr. So, eine Goldschaufel. Und da müsste jetzt eigentlich auch die Glückverzauberung drauf sein.
Glück 2, genau. Oder ich mach... Ich bezahle nur mit einem. Ich möchte die Schaufel sowieso nicht benutzen eigentlich. Hat halt nur Haltbarkeit 2 jetzt. Effizienz 4. Okay. Ich riskiere es. Nur Effizienz 4. Wow. Okay, ist besser als diese Glücksspitzhacke halt. Ah, wobei, ich brauche noch Reparatur drauf. Ah. Und Haltbarkeit auch. Okay, es war eigentlich eine echt blöde Sache. Naja. So. Du kommst dahin, du dahin, hier da rein. Du kommst einfach mal hier rein. Vor die Hacke. Du kommst da rein. Ich möchte jetzt tatsächlich die benutzen, aber ich möchte noch Reparatur drauf haben. Eigentlich könnte ich die nur noch so lange mitnehmen. Ich tausche die später aus. Wenn ich das nächste Mal ein bisschen Zeit habe, in dieser Aufnahme mache ich es nicht mehr. Aber dann hole ich uns wieder eine neue Reparaturzauberung. Und hier ist doch bestimmt auch irgendwo... Behutsamkeit brauche ich nicht zwingend. Aber ich hätte gerne Effizienz. 4 habe ich ja drauf. Dann hätte ich gerne noch Bann und Verbrennung. Schließen sich aus, sind aber fürs Schwert und geht auch... Ja, okay, dann wäre das eigentlich fürs Schwert. Habe ich keine Haltbarkeit mehr. Haltbarkeit 3, Schutz. Das geht auch so wunderbar auf die Rüstung. Oh, ich habe keine Haltbarkeit mehr. Und was war das andere? Was habe ich hier noch drauf? Die Reparatur mache ich so noch. Ich habe da auch nur Effizienz 4 drauf. Haltbarkeit. Behutsamkeit brauche ich nicht zwingend drauf. Habe ich ja notfalls die Axt. Wobei hätte ich Behutsamkeit? Ich glaube, ich möchte das gar nicht, Behutsamkeit drauf zu haben. Also Effizienz könnte ich da halt drauf machen, aber ich habe hier auch nur Effizienz 4. Das heißt, ich lasse das. Haltbarkeit hätte ich halt unglaublich gerne, aber da müsste ich da was opfern. Denn das würde Haltbarkeit 3 geht und Bann und Verbrennung, das geht wunderbar aufs Schwert drauf. Ich glaube, Bann und Verbrennung schließen sich aus, aber egal. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Und da irgendwo hatte ich noch Haltbarkeit. Hier, aber das geht entweder auch aufs Schwert mit Rückstoß. Oder mit Schutz auf eine Rüstung. Also es wäre auch blöd. Mann. Sonst habe ich hier halt wirklich nirgends... Ich habe noch die Eisläufer. Ich habe hier halt sonst nirgends Haltbarkeit mehr. Oh, ich hätte vorher ein Buch verzaubern sollen. Ich muss wieder öfter Bücher verzaubern. Also ich spare mir das auf, bis ich Haltbarkeit habe. Ansonsten ist das einfach zu schnell kaputt. Und das lässt sich auch nicht mehr reparieren anständig. Aber jetzt haben wir zumindest wieder eine, naja, einigermaßen nutzbare Diamantschaufel. Und hier haben wir sogar eine mit Behutsamkeit, eine Spitzhacke. Cool. Bräuchte nur Reparatur drauf. Also wir müssen demnächst mal wieder ein bisschen Reparatur machen. Jetzt habe ich das immer noch mit mir herum. So, also für Bohnen. Okay, das reicht jetzt erstmal. Oh, jetzt ist es Nacht. Ein bisschen blöd, aber naja. Ja. Gut. Du stirbst auch. Den oben lassen wir jetzt.
Wir rennen jetzt einfach nach vorne. Es ist ja... Oh, jetzt gerade zu einem Drittel erst vorbei. Nacht. Leider zu einem Drittel erst. Okay, dann... So, also das hier wird jetzt alles abgetragen. So. Jetzt haben wir ein bisschen Platz. Mehr Platz machen wir uns, wenn wir brauchen. Gut. Weiter geht's jetzt erstmal hier mit einem Weg. Aber ich weiß noch nicht, wie weit dieser Weg gehen soll. Denn Problem ist, ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen werde. Also ich möchte, dass hier dann überall Zwischenwege sind, zwischen den Bäumen. Ich glaube, ich werde hier links anfangen, denn da möchte ich die Eichen haben. Und zwar... Also ich fange jetzt erstmal damit an, dass ich jetzt hier auch wieder die Lichter mache. Genauso wie sie da sind, da sind sie ja auch. Hier ist der Stamm. Da, zack. Okay, so. Also hier drei. Also beim zweiten dann hier. Und hier auch. Beim zweiten dann hier. Der ist gestorben. Der ist nicht gestorben, aber jetzt. Ah. So, der hinten ist gestorben. Und der dritte anscheinend auch, denn ansonsten hätten wir die Kugeln hier nicht. Wo sind die restlichen Erfahrungspunkte? Erfahrungskugeln? Sehe ich nicht. So. Au. Ach Mist, ich hab das hier jetzt nach vorne getan. Oh Mist, das wäre eigentlich perfekt gewesen. Um da oben jetzt was zu bauen. Mist. Naja, egal. Gehen wir halt nochmal hoch. Wunderbar. So. Also. Hier ist man innen drin. Und das gesamte Gelände wird umzäunt. Es wird umzäunt, dass man, damit man weiß, okay, jetzt ist man dann nicht mehr in einem Wald drin, sondern jetzt ist man hier drin in der Försterei. So. Und das hier, das soll dann eigentlich auch... Hier kommen vielleicht noch ein paar Gräsern oder ein paar Blümchen. Keine Ahnung. Oder ich mache überall Knochen mehr hin und mache dann das ganze Gras wieder weg, dass man nur Blumen hat. Vielleicht mache ich das auch tatsächlich, bis überall alles voll ist. Entweder mit Gras oder Blumen, und dann mache ich überall das Gras weg. Ich glaube, das mache ich dann auch. Ich möchte aber hier Platz haben. So, und hier... Hier soll dann der erste Baum anfangen, allerdings erst mit Holz. Also hier ist das... Ich werde jeden Baum mit Holz umranden. Und dann soll hier praktisch das sein. Ich möchte aber auch hier, ein frei Holz, zack. Jetzt brauche ich Erde.
Denn das wäre dann hier frei Holz, Baum. Und hier wäre dann auch frei Holz, Baum. So. Ach, daneben. Irgendwo ist hier ein Zombie. Da ist der. Hey, leg mich nicht rein. So, den da oben holen wir uns noch. Der ist irgendwo hier oben gestorben. Da. Also hier kommt der erste. Der wird dann auch hier so schön umrandet. Mit Holzstufen. Jetzt machen wir mal wieder ein bisschen die Schaufel. Wenn was in die Schaufel geht. Die werden wir nämlich jetzt dann öfter brauchen. So, jetzt brauche ich erstmal mehr Stufen. 20 werden nicht reichen, aber egal. Das ist ein guter Anfang. So. Und hier kommt dann der Baum hin. Da kommt er hin. Und dann möchte ich... ich hätte dann gern, dass dann hier Erde ist. Dann ein Weg, Erde und dann kommt der nächste. Dann hätte ich 4 davon nebeneinander. Also ihr merkt, es wird sehr viel sein. Ich mache das aber erstmal in diese Richtung. So. Machen wir erstmal die Bäume hier weg. Also wir fällen jetzt praktisch die normalen Bäume, die hier so einfach wachsen, und bauen dann pflanzen dann neue Bäume an. Oh, da waren noch irgendwie Erfahrungspunkte. So, die Birke hier kommt auch weg. Und jetzt die Schaufel. Ich hole mir später vielleicht die Goldschaufel. Sehr schön. So, das kommt auch alles weg. Alles auf dieser Ebene ist. So, das ist zu viel. Wir haben zu viel Erde. Wir müssen nach Hause. Oder ich mache mal kurz eine Truhe. Dass wir hier eine Bautruhe machen. Machen wir mal kurz so. Dass wir hier irgendwo eine Bautruhe hinmachen, zum Beispiel hier. Da kommt jetzt mal die ganze Erde rein, das hier. Alles, was wir hier gerade nicht brauchen. Das brauchen wir. Das nicht. Genau. Jetzt machen wir noch eine zweite. So.